Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahrer Logistik Part 5. Im vierten Teil haben wir die Sushi-Belt-Lösung, also de facto ein Sorter, der sich selber organisiert, weil nur die richtigen Sachen rausgenommen werden, über zwei Ebenen gemacht. In dieser Ebene werden Forschungspakete auf das Band gelegt und hier verbraucht. Und in dieser Ebene werden die Vorprodukte hingelegt, die man braucht, um Forschungspakete zu machen. Wir machen das erstmal nur für Rot und Grün und wollen mal gucken, ob das auch gut funktioniert. Ich habe jetzt eine dritte Ebene hinzugefügt, das heißt einfach eine Kopie hiervon gemacht, genau das gleiche eingestellt, es ist genau gleich verkabelt, eine neue Variable. Hier sehen wir es, O ist die neue Variable, das ist ja mein Zentrallager hier. Hier haben wir Kupfer, da haben wir Eisen, ich brauche Kupfer, ich brauche Eisen, ich lege es auf den ersten Sushi-Belt auf, Kupfer reiche ich einfach durch. Hier den zweiten Zahnräder stelle ich her, Zahnräder werden hier aufgelegt und Zahnräder werden hier und hier verbraucht, aber die brauchen eben auch Eisen. Gut, das müsste im Prinzip funktionieren, das heißt, wir starten das einmal. Ich stelle mich mal so hin, dass man das schön zentral sehen kann. Jo, das ist in Ordnung. Klick hier drauf und los geht's. Ja, wir legen jetzt ganz schön was auf. Hier produzieren wir jetzt schon wieder rote nach. Warum produziere ich keine grünen? Grüne brauchen eben noch die hier. So, und der hat konnte noch nicht loslegen. Und der braucht ein bisschen mehr Material. Eisen ist zu wenig da. Woran liegt das, dass Eisen alles vorne verbraucht? Und ich lege einfach nicht genügend Eisen auf. Das müssen wir also schneller machen. So, das sieht schon besser aus. Warum nimmt der hier das ganze Eisen? Fehler, hier muss ein Filter dran. Ich will ja nur Zahnräder haben. Schon haben wir herausgefunden, woran das liegt. Das ist ja schön an dieser Lösung. Man nimmt einfach nicht die Sachen, die man so braucht. Lässt man sich wieder zurück ins Zentrallager. Also durch Beobachten kriegt man das hin. Und nicht dadurch, dass man jetzt einen Höllenaufwand betreibt und da eine Weltraumtechnik aufbaut. Ah, jetzt läuft das hier auch. Das ist ein bisschen träge. Wir sehen immer noch Eisenbedarf. Eisen wird also nicht genügend schnell aufgelegt. Ja, es könnte. Wie sieht es mit Zahnrädern aus? Zahnräder sind hier da. Ah, jetzt ist genügend. Jetzt läuft es stabil. Wenn die Ruhe herrscht, kann man sehen, ist im Prinzip genügend auf dem Kreisförderer drauf. Das ist schön. Müssen wir noch schnell hier das von innen nach außen machen, weil das behindert natürlich die Auflegerei. Einfach so ein Band hier rein, Teilerband. Ja, und zur Seite und fertig. Und schon ist die Hälfte auf der Außenspur und stört auch nicht mal unsere Greifer. Aber am Ende nehmen können wir ja alles machen. So, wollen wir mal kurz gucken, wie die Bestände sind hier. Hier haben wir drauf etwas wenig Greifer, aber etwas, jetzt anderes in Ordnung, sind 30-30 da. Das heißt, wir können überlegen, ob wir die Greifer ein bisschen aufbohren, dass sie schneller laufen. Das machen wir jetzt natürlich auch sofort dann. Ich lege da mal was zur Beschleunigung rein und Energiesparmodule. So, das ist gut. Das müsste etwas fixer von der Hand gehen. Das ist fertig. Gut. Und wie sieht es hier aus? Wollen wir den Bestand angucken hier. Zahnräder sind zu wenig. Sieht man, die Zahnräder sind viel zu wenig drin. Wenn Zahnräder zu wenig sind, was muss ich machen? Ich muss die Zahnräder wieder aufbauen. Das ist immer das Gleiche eigentlich. Man guckt sich an. Dieser Puffer hat 30, 30, 30 drin, aber Zahnräder hängen hinterher. Alle, weil klar, ich habe 1, 2, 3 Sinken. Das ist schon ziemlich krass. Also erstmal können wir hier jetzt den Greifer beschleunigen. Deutlich besser, sehen wir sofort. Ne? Also ich kriege die nicht alle drauf, die ich so bräuchte. Da müsste ich also noch mehr auflegen, weil ich will ja einzelne haben und ich will natürlich nicht übertreiben. Ja, also der zögert hin und wieder, das heißt, da ist noch ein bisschen Luft drin. Jetzt haben wir bei 30 drin. Fertig. Was passiert jetzt noch? Ja, am Ende laufen die alle voll. Das ist sehr schön. Hat also gut funktioniert. Das heißt, im nächsten Teil werde ich mal versuchen, hier die Militärpakete zu machen. So, das heißt also, die nächste Maschine hier, die wird das jetzt herstellen. Gut, also ich räume jetzt also auf, mache wieder alles leer. Das haben wir ja schon gesehen. Mal kurz mal starten hier, das leer machen. Gesehen. Wenn ich es immer gleich aufbaue, vertue ich mich auch weniger. So, alles wieder zurückgesetzt. Das ist gut. So. Also,